Hallo ihr Süßen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich war ja längere Zeit nicht aktiv, weil ich leider in Urlaub musste. Ich habe dazu auch verschiedene Filmaufnahmen gemacht, die ich euch gerne mal zeigen würde. Vor allen Dingen war es eine Mischung aus schönem Badeurlaub und auch ein bisschen Abenteuerurlaub, weil unser Haus fast abgebrannt wäre. Aber wenn ihr da neugierig seid, dann bleibt auf alle Fälle dran, abonniert meinen Kanal und das kleine Glöckchen, sodass ihr immer benachrichtigt werdet. Ich möchte euch zeigen, was ich im Urlaub gekauft habe. Natürlich waren wir auch in Athen, in Korinth, also wir waren in Griechenland und habe noch ein paar andere Sachen, so zwei, drei Sachen reingepackt, die ich schon längere Zeit mal gekauft habe, aber euch noch nicht vorgestellt habe. Deswegen gehen wir einfach mal in Medias Res. Wir fangen mal von hinten an. Ich habe mir mal von Skandinavia einmal ein Make-up-Finishing-Spray gekauft und das andere hier ein kleineres, das heißt Bridal. Das soll nochmal speziell sein gegen Schwitzen und dass es den ganzen Tag hält. Also Skandinavia sollen ja die gleiche Firma sein, die für Urban Decay für den All-Nighter produzieren. Ich muss sagen, so von der Tragedauer finde ich schon, dass es was tut. Einzig, was mich stört, ist der Geruch. Der Geruch ist so alt, motrig irgendwie, also auf jeden Fall kein Geruch, der mir irgendwie gut gefällt. Obwohl ich mir das große schon gekauft hatte, habe ich mir das kleine auch noch mal bestellt, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht riecht es ja anders, aber es ist de facto so, dass beide gleich stinken, also beide gleich unangenehm riechen. Von da gesehen würde ich mir die wahrscheinlich auch nicht mehr nachkaufen. Dann gibt es in Athen einen ganz großen Store, der heißt Honnas. Und die haben wirklich alle Marken, also von High-End unten und wenn man reinkommt und dann halt auch verschiedene Drugstore-Marken. Also wirklich ein Paradies auf mehreren Stockwerken. Dann haben sie auch noch so ein bisschen Spielzeug und Drogerieprodukte und so weiter. Es gibt auch Bourjois und Rimmel. Und allerdings sind die Preise da so ein bisschen höher. Aber sie haben die Produkte. Also in Deutschland finde ich die immer nicht, immer nur online oder halt irgendwie ASOS, immer nur so eine kleine Auswahl und limitierte Farben und all diese Geschichten. Und ich bin ja so schwer begeistert von diesem Butter Bronzer. Und da habe ich mir zwei Produkte gekauft. Und zwar einmal hier, das ist ein Contour-Set, das heißt Bronze Booster. Und da habe ich gedacht, naja, wenn es von der Formulierung her genauso ist wie mein Butter Bronzer, dann hurra. Ist ein bisschen bulky, also ein bisschen groß, das Packaging, aber deswegen, weil das kann man hier so aufklappen. Das riecht übrigens nach, also nicht ganz, wenn vielleicht ganz, 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 ganz dezent nach, ich mache mal das hier zu, Kokosnuss, eher nicht. Hat hier hinten einen schönen großen Spiegel. Und hat hier so ein Bürstchen drin. Das habe ich natürlich schon ausgepackt. Das ist wirklich für eine Kontur gar nicht schlecht, weil es halt so schön schmal ist. Und das ist natürlich jetzt von der Wertigkeit her nicht der Brüller. Aber es passt ganz gut, um zum Beispiel hier die Kontur zu setzen oder auch dafür das Näschen. Dafür ist es wirklich praktisch. Und man hat einen schönen Spiegel, mit dem man auch was anfangen kann. Ich swatch euch mal die Farben. Also die Produkte sind extremst cremig und sie sind genauso cremig wie der Butter Bronzer. Also von der Formulierung her finde ich es ja genauso. Ich zeige euch mal die Farben. Das ist hier so ein helles Puder. Das ist die Kontur, die ist schön kühl. Das ist der Bronzer und das hier im Vergleich ist der Butter Bronzer. Also ihr seht, der Butter Bronzer ist viel, viel heller. Der ist eher so eine, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Sieht man fast gar nicht mehr auf meiner Haut. Hier oben ist der Butter Bronzer. Das ist der Bronzer, das ist die Kontur und das ist die helle Farbe. Also wie gesagt, momentan ist mir eigentlich der Butter Bronzer und die Kontur fast zu leicht. Sieht man auf meiner Haut nicht, aber diese Kontur, ich habe die aufgetragen. Man kann die auch aufbauen und die ist eben sehr schön kühl, aber sie wird nicht auf braune Haut auch nicht aschig. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Sie bleibt eben in diesem kühlen Bereich und wird nicht grau. Ne, ihr seht es ja, ich habe das hier aufgetragen und habe das halt eben mehrfach aufgetragen. Lässt sich schön aufbauen und auch das helle Puder habe ich noch so zum Schluss noch so ein bisschen unterm Auge verwendet, weil mir so viel Brösel darunter gefallen sind.
Ich habe also den ganzen Look mit den Produkten geschminkt, die ich euch heute vorstelle. Und ja, und der Bronzer, der ist sehr dunkel. Der passt aber momentan gut für mich, weil ich halt eben gebräunt bin. Also im Winter werde mir zu dunkel. Also ist es eigentlich eine schöne Ergänzung zu dem hier. Und von der Qualität her finde ich das von der Formulierung her identisch. Also es riecht nicht nach Kokos, aber ich finde es sehr, sehr cremig und sehr butterig. Auch wenn man die Farben, wenn man das so ein bisschen aufträgt, so ein bisschen, ja nicht bröckelt, also sie stauben nicht, lassen sich aber sehr, sehr schön leicht verblenden. Also gefällt mir sehr gut. Aber das ist heute der erste Eindruck. Und dann habe ich mir noch einen Blush gekauft. Von den Blushes habe ich auch schon sehr unterschiedliche Sachen gehört. Also manche finden die toll, manche finden die gar nicht so toll. Die sind eben auch so ein Butter Blush. Das ist hier das Packaging von dem Butter, also von dem Bronzer. Und das hier von dem Blush ist halt so in Pink gehalten. Und das riecht auch nach Kokosnuss. Also ich liebe ja Kokosnuss, aber das ist so ein bisschen künstliches Kokosnuss, aber jetzt nicht unbedingt extrem störend. Und auf dem Gesicht verfliegt es sowieso. Die hatten eher so ein peachiger, orangefarbiger, also wärmere Farbe. Und eben diese Farbe, die heißt Plum Rose. Und ist auch hinten so ein kleines Schwämmchen dabei, was wahrscheinlich ziemlich überflüssig ist in so einem kleinen Compartment. Aber auch ein kleines Spiegelchen mit dabei. Und weil ich mir schon einen anderen Blush gekauft habe, den mein Sohn für mich ausgesucht hat, das zeige ich euch gleich, habe ich gesagt, okay, dann nehme ich halt wieder eher so was Plummiges. Und das ist mehr so eine Nude-Farbe. Und ich liebe ja solche Nude-Farben, die so ein bisschen kühler auch sind. Also als Hauch von, ja, so ein bisschen so eine Mischung zwischen Contour und Blush. Und gerade im Winter, wenn ich jetzt wieder ein bisschen heller bin. Und das ist wirklich wie Butter. Der Name ist gesetzt. Das ist sowas von cremig und wie Butter. Und das hat einen ganz, 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 ganz leichten Sheen. Also es ist nicht glänzend. Es hat keinen Glitzer, sondern hat den natürlichsten Glow, den man sich vorstellen kann. Extrem dezent, also ganz, ganz toll. Ihr seht es ja hier, die Farbe, das ist, wie gesagt, ist ein bisschen dunkel, ein bisschen hell für meine dunkle Haut momentan, lässt sich aber wunderschön verteilen, so wie mein Oberteil, ne? Habe ich mir gekauft. Ich wollte ja unbedingt den J-Low Look, das sind zu viele L's für mich, J-Low Look schminken und wollte ich nachschminken. Und das ist dabei herausgekommen, das sieht völlig anders aus als auf dem Bild. Was ich erstaunlich finde, ist, dass Jennifer Lopez mit Inglot kooperiert hat, weil Inglot ist eigentlich eine Firma, die eigentlich überhaupt keine PR-Samples verschickt oder zumindest kriegt man das nicht so mit und keine Werbung macht. Und plötzlich kooperieren die mit einem Weltstar wie Jennifer Lopez, finde ich unglaublich. Und ich war in Korinth und da gab es einen Inglot-Laden. Da habe ich gedacht, das gibt es überhaupt nicht. In Korinth gibt es einen Inglot-Laden. Musste ich natürlich sofort rein und dummerweise haben die auch Samstagnachmittag, machen die halt um 3 Uhr, glaube ich, Mittagspause bis um 7. Die machen halt in der größten Hitze einfach zu und es war schon relativ spät, also es waren vielleicht nur 20 Minuten Zeit, bis die zugemacht haben. Und Gott sei Dank hat mein Mann gefragt, weil der das schon wusste. Und dann haben die gesagt von denen, nee, wir machen also eine halbe Stunde, machen wir zu. Und dann musste ich mich natürlich entscheiden, weil die Kinder hatten alle Hunger oder wir hatten alle Hunger. Wir wollten eigentlich zum Mittagessen gehen und dann war natürlich der Stress groß. Das heißt, 4 hungrige Männer, die da standen und eigentlich keine Lust hatten, in noch einen Laden zu gehen, wenn irgendwie das Hühnchen oder das Peter gewartet hat. Also sind wir da reingestürzt und ich so, das und das und das. Und dann habe ich das Bild gesehen von der Jennifer Lopez und habe ich gedacht, was hat die für Produkte? Und dann hat die Verkäuferin gesagt, das und das und das. Und dann habe ich gesagt, okay, dann packen Sie das ein, geben Sie es schnell her. Und mein Mann noch, habt ihr irgendwelche Samples, habt ihr irgendwelche Proben? Total klasse. Und habe ich auch tatsächlich die normale Inglot-Palette gekauft. Da gab es speziell eine, die war ganz schwarz. Da stand dann drauf Jennifer Lopez mit Inglot. Hat aber ein paar Euro mehr gekostet. Und da habe ich gedacht, das sieht ja kein Mensch, ob das jetzt irgendwie da drauf gedruckt ist oder nicht, in meiner Tasche oder zu Hause. Und so spannend fand ich dann auch nicht. Und dann habe ich halt die ganz normale. Und da sieht man nämlich auch dann die Farben durch. Finde ich eigentlich viel besser. So, jetzt habe ich mal das Bild geholt. Das ist das Bild, was ich dachte, sieht so geil aus, ne? Ist richtig toll. Aber die hat viel mehr, finde ich, so einen Bronze-Look auf den Augen. Und ich habe das gleiche Pigment gekauft.
was sie gesagt hat, die Verkäuferin, was da auch da drin steht, was die Farbe ist. Und zwar ist das, es steht alles auf Griechisch drauf, aber die Farben kann man so sehen. Und zwar ist es Pigment 411 Blazing Rose. Und die Dingens, die ich gekauft habe, ist Café au lait und Honey. Und wie gesagt, so wollte ich das haben und das, ich habe versucht, das halt einfach mit den Farben zu schminken und das ist dabei rausgekommen, es ist viel, viel, viel heller. Also ich nehme an, ich muss halt irgendwie die dunkle Farbe ganz über das Augenlid machen und dann den Glitzer drauf machen. Ich habe auch Glitzer überall im Gesicht, also ihr seht, es ist gründlich daneben gegangen. Ich zeige euch mal das Glitzer. Das sieht eigentlich hier sehr dunkel aus, aber auf dem Augenlid sehr, sehr hell. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum, aber es ist halt so. Das ist diese Farbe. Das ist ein bisschen schwer zu zeigen, weil es jetzt ja irgendwie auf dem Augenlid. Und das sind die Farben, die ich gekauft habe. Dreimal Jennifer Lopez. Das ist alles mit so einem, kann man individuell eben reinpacken. Das ist alles mit Magneten. Super praktisch. Man kriegt es aber auch nie wieder raus, wenn man keinen Magnet hat, um die Dinger wieder rauszuholen. Das habe ich mir so noch gekauft. So ein Dreier-Dingens. Finde ich auch ganz schön, wenn man halt graduiert was schminken möchte. Und momentan stehe ich auf diese Rot- und Orange-Farben. Ich habe bestimmt kein Orange in der einen oder anderen Palette. Aber ich finde die halt eben, die Qualität von Inglot ist einfach unschlagbar. Die ist Bombe. Und so ein Dreier-Set kostet, glaube ich, 9 Euro. Dann ist hier so ein etwas schimmernde Farbe, dann hier so ein schönes warmes Braun und etwas dunkleres Braun. Und die Qualität ist wirklich butterweich und halt eine sehr, sehr gute Farbabgabe. Ich zeige euch das mal. Und wobei ich dazu sagen muss, dass die, dass diese, na gut, die helle Farbe sieht man jetzt auch wieder nicht da oben, so ein bisschen. Die helle Farbe, das ist so ein kleines bisschen, so ein leichten Sheen. Und ich habe eben mit dieser Farbe hier im Crease gearbeitet und im Äußeren und habe das Auge umrandet und habe das zum Verdunkeln halt an der äußeren Seite verwendet und habe das über das ganze Augenlid gegeben und dann halt eben das drüber. Und das war anscheinend irgendwie doch zu hell, ne, weil die Farbe doch sehr hell ist. Und das nächste Mal muss ich halt noch ein bisschen weiter rum experimentieren, weil ich habe nämlich kein Video dazu gefunden. Ich habe kein Video gefunden, die oder Tutorial zeigt von wegen, wie die den Look schminken. Das finde ich echt scheiße. Also ich würde das gerne mal sehen. Also wenn ihr wisst, wie dieser Look geschminkt wird, dann sagt mir bitte Bescheid oder schreibt mir einen Link in die Infobox. Würde mich mal wahnsinnig interessieren. Aber von der Qualität her sind die Lidschatten richtig, richtig toll. Wobei, also dieser ganz helle, wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gebraucht hätte. Aber die Farben sehr, sehr schön. Und ich habe sie auch noch nicht gehabt. Ich habe ja einige Farben von Inglot, aber eben nicht genau die gleichen Farben. Also das ist eine schöne Ergänzung und freue ich mich. Vor allem, dass ich die mal gesehen habe. Und auch dieses Ding, wie gesagt, habe ich mir gekauft. Da gibt es eben unterschiedlich. Es gibt so ein Zweier-Set, Vierer-Set, hier diese Fünfer, dann halt große Paletten. Und die sind sowas von toll und stabil, auch zum Mitnehmen, kann ich nur empfehlen. Hatte ich ja Geburtstag während meines Urlaubs. Und meine Kinder sind ja so zuckersüß und haben mir auch Sachen gekauft. Oder sie haben mich auch beraten, ne, wo wir dann einkaufen waren. Mein Sohn hat mir zum Beispiel diesen Nyx, gibt einen riesen, riesen Nyx-Laden in Athen. Müsst ihr unbedingt mal reingehen. Also wenn ihr da Informationen haben wollt, nur die Produkte in Natura sehen. Und da war eine ganz süße Verkäuferin, die hat mich auch geschminkt. Dann habe ich mir auch ein Pigment gekauft. Und mein einer Sohn, der Alexander, hat mir diesen Lip-Liner gekauft. Beziehungsweise ich durfte mir dann die Farbe aussuchen. Und ich liebe, liebe, liebe diese Farbe. Die passt auch perfekt zu meinem Lieblingslippenstift von MAC, den ich mir auch nochmal nachgekauft habe. Und zwar dieser matten Lippenstift in Meer. Den habe ich schon fast einmal komplett aufgebraucht. Deswegen muss da ein Ersatz her. Und das ist diese Farbe, die eben auch, ne, passt perfekt dazu. Oh, ich liebe diesen Lippenstift. Und ich liebe diesen Lip Liner. Und jedes Mal, wenn ich ihn verwende, und das ist eigentlich fast jeden Tag, denke ich an meinen Sohn. Und damit ich an den zweiten Sohn denke, an den Konstantin, trage ich dieses Blush. Und zwar hat er zusammen mit mir im MAC Store diesen Blush ausgesucht. Und da gibt es auch zwei oder drei MAC Stores in Athen, beziehungsweise einer ist so ein Shop-in-Shop. Dann gibt es also auf der Amu-Straße, gibt es also extra auf dieser Haupteinkaufsstraße auch so ein MAC Store und ist eigentlich immer 20%.
Also immer, wenn ich da hingehe, steht da ein Zettel draußen von wegen 20%. Und ihr zahlt, ich gucke immer so nach den Lippenstiften, dann habe ich so als Bestes so einen Vergleich von den Kosten her. Bei uns kostet ja so ein Lippenstift um die 22, 23 Euro und dort kostet er auch so um die 18 Euro. Und dann gibt er halt mit 20% zahlst du 15 Euro für einen Lippenstift. Also man kann da wirklich gut einkaufen. Das ist ein mineralisiertes Blush und es ist eine wunderschöne, so eine Peach-Farbe. Also ganz toll, von der Farbe her ganz, ganz natürlich. Den sieht man jetzt auf meiner Haut wenig. Den habe ich drauf. Also ganz toll. Gefällt mir unheimlich gut. Es ist wahnsinnig natürlich. Und wie gesagt, das ist so ein Mineral. Naturally Flawless heißt das. Mineralized Blush. Naturally Flawless. Also ne, der Name ist Programm. Spricht für sich. Das sieht einfach super, super natürlich aus. Und der Konstantin hat ihn ausgesucht. Und deswegen ist es jetzt Konstantin und mein Blush. So, Maximilian hat, glaube ich, nichts ausgesucht. Aber nichtsdestotrotz, was habe ich denn noch gekauft? Genau, dann war ich bei, wenn wir noch von Lux sprechen. Die hatten auch verschiedene Paletten und ich wusste nicht genau, welche ich mir kaufen soll. Ein bisschen hin und her, bla bla bla. Und dann habe ich mich letztens Away We Glow für die entschieden. Die ist noch nagelneu. Hooked on Glow heißt die. Die hat, ist ja noch zugeklebt, die hat, glaube ich, so um die 20 Euro gekostet. So. Ich musste kurz unterbrechen, weil mein Sohn da war. Das sind die Farben. Sind die nicht schön? Oh, herrlich, oder? Ganz jungfräulich. Das sind matte Farben und ein bisschen schimmernde Farben. Also die matten Farben sind sehr schön, aber die schimmernden eben auch. Gott sei Dank. Sieht man auf meiner Haut jetzt auch nicht so viel, ne? Was ist alles so dunkel bei mir? Also, sehen toll aus. Gefallen mir auf alle Fälle gut. Dunkle Farbe. Das ist nochmal so eine ganz krasse Farbe hier. Die ist so... Ja, weiß nicht, ob mir die gefällt, aber auf der Haut ist er richtig gelb. Es wirkt immer ganz komisch, ne? Die sieht auf dem Pfännchen ganz weiß aus und dann hier wirkt sie richtig gelb und schimmernd. Naja, aber sie lassen sich gut verblenden. Das sind 1, 2, 3, 4 matte Farben. Okay, willst du das mitnehmen? Zeig mal, das ist süß. Komm, ich halte mal in die Kamera. Okay, weil mein Sohn geht heute zum Übernachten, nimmt er sich ein kleines Tierchen mit. Gott, ist das süß. Ach Gott, ist der niedlich. Wie heißt denn der Hacker? Weißt du nicht? Müssen wir dem noch einen Namen geben? Schnuffi? Schnuffi? Hier, du, der Schnuffi. Süß. Also, wie auch immer. Ja, wir sehen uns ja nochmal, oder? Also, es sieht toll aus, die Farbe, die Palette, gefällt mir gut. Können wir mal einen Look schminken, ne? So, dann habe ich mir noch gekauft, ich muss in meiner richtigen Liste, genau, hier. Und zwar auch noch ein Pigment. Ich hatte mir als eins ausgesucht, was so ein bisschen na, in diese Rose-Gold-Richtung geht. Und dann hat mir die freundliche Verkäuferin ein anderes aufgetragen, wo ich gesagt habe, gibt es hier noch einen Ton dunkler, weil ich wollte es erstmal auf dem Augenlid ausprobieren. Und es ist tatsächlich so, also alles, was du so auf dem Handrücken swatcht, kann nochmal anders aussehen auf dem Augenlid, weil natürlich eine Hand ist anders gebräunt als jetzt mein Gesicht. Und dann hat die mir das aufgetragen, was ein bisschen dunkler war und es sah viel besser aus. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich das. Und es hat, glaube ich, 5 Euro gekostet, also richtig toll. Und dann hat die mir einen sagenhaften Lidstrich gezogen. Also der sah richtig, richtig toll aus. Das werde ich im Leben immer so hinkriegen. Oh, oh, geil. Seht ihr das? Ist das geil oder ist das geil? Oh, es ist toll, oder? Also das ist richtig Glitzer. Und der Hammer ist, dass ich momentan, je älter ich werde, ich bin jetzt 55.
kommt mein Mann. So haben wir sie dann alle. Jetzt war mein Mann noch da. Also das ist die Farbe und ich finde die traumhaft schön. Sonst hätte ich mir es wahrscheinlich auch nicht gekauft. Ne? Und zwar ist das die Farbe. Kann ich nicht lesen, weil keine Brille. Egal. Ach, habe ich ja ganz vergessen. Ich war ja in Griechenland. Musste ich mir ja so ein Krönchen kaufen, ne? Weil ich bin ja jetzt die Königin hier mit 55. Nun gut. Also auf jeden Fall finde ich die Farbe richtig toll. Es waren die Sachen, die ich beim NYX gekauft habe. Dann hatte ich auch einmal, habe ich mir hier von House of Lashes die Iconic Mini gekauft, weil jeder so von diesen Iconics geschwärmt hat und diese Minis sind halt ein bisschen kleiner für kleinere Augen wie meine, dass man halt nicht so viel abschneiden muss. Ich habe die versucht heute aufzutragen zweimal. Das Bändchen ist, also ich bin ja kein erfahrener Eyelash-Träger, weil ich ja relativ lange Wimpern habe. Deswegen ist es für mich auch immer ein bisschen schwierig und ich habe es nicht geschafft, die aufzusetzen, weil es hat irgendwie, die sind immer wieder abgegangen. Also vielleicht lag es am Kleber, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe es zwei, dreimal probiert und dann habe ich gedacht, bevor ich mir jetzt das ganze Augen-Make-up ruiniere, packe ich die wieder weg. Die haben ein relativ festes Bändchen und dickes Bändchen. Ja, also ich muss sie erstmal, glaube ich, so ausprobieren, dass ich die auftragen kann, bevor ich jetzt ein fix und fertiges Make-up habe. Also glaube ich, für Anfänger sind die erstmal nix. So. Dann, was haben wir denn noch Schönes gekauft? Genau. Dann war ich in, dann habe ich noch beim Sephora. Genau, beim Sephora. Da bin ich ja auch rein. Die haben ja Too Faced und alle möglichen Firmen. Also der ist nicht riesengroß, nur der ist schon groß, aber egal. Benefit, Eigenprodukte, egal. Also alles, was man sich so beim Sephora so vorstellt. Der ist auch auf der MU, der Sephora. Und da habe ich gedacht, von denen da standen so kleine Huda Beauty Paletten. Ne? Dann habe ich erstmal die große gesehen und die kostet dort 70 Euro und das fand ich schon sehr, sehr teuer. Also Sephora in Griechenland hochpreisig. 70 Euro für eine Palette fand ich dann doch zu viel. Dann hatten die auch diese Geburtstagspalette von Too Faced, ein Riesending, hat irgendwie auch ein Wahnsinnsgeld gekostet, fand ich irgendwie auch zu teuer. Und dann stand vorne, waren so diese kleinen Mini-Paletten von Huda Beauty, ne? Diese schönen kleinen Travel-Sizes. Da waren zwei Stück, also eins in so Rosé-Rotfarben und eins in so warmen Orange-Braunfarben, habe ich gedacht, genau mein Ding. Da stand unten 17,50 Euro, dachte ich, boah, günstig, nehme ich mit, 17,50 Euro, sehr cool. Und dann habe ich dann bezahlt, mein ganzes Zeug, und dann war das irgendwie irre teuer. Und dann habe ich gesagt, wieso ist denn das so teuer? Gucken wir dann nochmal auf die Rechnung drauf. Und dann kostete so eine kleine Palette 33 Euro. Und dann haben die halt eben falsch gestanden, hat mir dann die Verkäuferin gesagt. Die wurden halt irgendwie von irgendjemandem dahin gepackt und standen, waren dann falsch ausgezeichnet. Und dann für so eine kleine Palette 33 Euro. Und dann habe ich gesagt, bei aller Liebe, nö, das ist mir zu teuer. Dann habe ich die da gelassen. Aber an der Kasse habe ich das gefunden. Und zwar Eborian. Das ist Korean Skin Therapy CC Cream. High Definition Radiant Face Cream Skin Perfector in der Farbe Doré. Ich habe keine Ahnung, ob die Farbe stimmt. Auf jeden Fall diese Eborian Cream. Das ist so eine Hautfarbe adaptierende Creme. Die soll sehr, sehr, sehr gut sein. Und dieses kleine Scheißdreckding mit 15 ml hat, glaube ich, schon 15 Euro gekostet oder 18 Euro. Die soll aber sehr, sehr, sehr gut sein. Und das ist quasi so eine Probegröße. Da habe ich gedacht, okay, Korean Skin Creme, dafür investiere ich mal mein Geld. Da bin ich schon sehr gespannt. Die habe ich heute übrigens nicht drauf. Ich trage heute eine Mischung aus ein bisschen Chanel Creme, dieses Velvet Matte. Dann so ein bisschen meine den großen Pump-Hub von Elf, von der Foundation, weil ich da so eine dunkle Farbe habe. Und noch ein kleines bisschen von meiner Lieblings-Bourjois Gel Foundation. Und das habe ich so ein bisschen gemischt, um halt die Farbe anzupassen. Und ich finde, es sieht echt toll aus. So. Aber, und bei NYX habe ich noch vergessen zu sagen, habe ich mir noch
dieses wunderschöne Schätzchen hier gekauft. Und zwar ist es eine Soft Matte Lip Cream. Also nicht so ein Lip Gloss, sondern sieht genauso aus. Und es ist eine matte Lip Cream. Und zwar in der Farbe Toulouse. Und das ist so genauso mein Ding. Ne? Diese kühlen, movigen Farben. Oh, herrlich. Und es passt perfekt auch zu diesem Lip Liner. Ich mache den mal nebendran. Nein, es passt überhaupt nicht dazu. Frau Schäfer, was reden Sie denn für Mist? Das eine ist kühl, das andere ist warm. Nichtsdestotrotz finde ich toll die Farbe. Und die trägt sich halt auch sehr, sehr schön auf den Lippen. So, und dann habe ich mir bei Sephora gekauft, was ich hier auch auf den Lippen trage, und zwar diese hier. Die kann ich also wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. Das sind Liquid Lipsticks von der Eigenmarke von Sephora und die haben die in allen Schattierungen. Da gibt es wirklich so ein tolles Rad, wo man alle Farben hat. Und das sind so diese Nude-Töne, die ach, herrlich sind. Ne? Also das findet wirklich jeder sein perfektes Nude oder seinen perfekten Lippenstift. Gibt es auch in ganz außergewöhnlichen Farben, in Blau und in Schwarz und in Lila und wie auch immer. Und halt eben ganz vielen Rot- und Pinktönen und halt eben solche Nude-Farben. Und die sind nicht teuer, da kostet, glaube ich, einer um die 11 Euro. Und die tragen sich, also finde ich, ganz toll auf den Lippen. Die halten zwar nicht ewig, als wenn man irgendwas isst. Natürlich sind sie fettlöslich, dann lösen die sich auf, aber das macht jeder Liquid Lipstick. Aber sie sind nicht so wahnsinnig austrocknend. Und vor allen Dingen, sie sind auch nicht so extrem bappig. Ne? Also das heißt, dass irgendwas kleben würde. Das hasse ich wie die Pest, ne? Wenn die da so zusammenziehen. Also sie sind nicht klebrig, sie trocknen nicht aus. Sie sind sehr angenehm auf den Lippen zu tragen. Ne? Sie gehen so in die Richtung wie Ofra. Ofra finde ich noch ein bisschen Tick angenehmer zu tragen. Ein kleines bisschen. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Bombe. Ich hatte schon eine Farbe und ich glaube die hier, die 37, ich kann das ohne Brille nicht lesen. Von unten nach oben, das ist die 13, dann kommt die 23, dann die 37, dann die 40 und die 83, die ist ganz oben hier. Und ihr seht, die Farben sind wirklich, wirklich schön. Alle ein bisschen anders, mal ein bisschen wärmer, ein bisschen kühler. Ganz toll, habe ich mich sehr gefreut. Und also kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. So. Dann, was haben wir noch in der Zauberkiste? Achso, dann hatte ich mir mal von Ofra noch einen Liquid Lipstick gekauft. Und zwar ist der von Catherine Light. Mit der Farbe bin ich mir noch nicht so sicher, und zwar ist es Miami Fever. Den habe ich mir mal bei Sephora, bei Beauty Bay bestellt. Der kann ganz gut aussehen, ist aber schon sehr, sehr orange. Also muss ich mal gucken, ob mir der überhaupt steht. Muss ich mal auftragen. Ich kann es auch mal machen, dass ich die Farben alle auf die Lippen auftrage und euch dann mal ein extra Video drehe, wenn euch das interessiert. So, dann war ich noch bei H&M. Und Kosmetik habe ich dieses Mal nicht gekauft, aber die hatten ganz tolle Nagellack im Angebot, und zwar ein Stück für 1 oder 2 Euro. Und ich finde die Nagellacke von H&M wirklich, wirklich gut, weil die sehr deckend sind. Also mit einer Schicht hast du schon eine Bombenabdeckung und die gefallen mir richtig gut. Die halten zwar nicht ewig, weil wie gesagt, ich mache dann also keinen Unterlack, sondern wirklich und keinen Überlack und tralala. Das ist mir alles viel zu aufwendig, weil ich halt fast jeden Tag meine Nägel lackiere, wenn ich wieder im Job bin. Und ich sitze dann abends vorm Fernseher und lackiere dann die Nägel. Und am nächsten Tag mache ich eine andere Farbe drauf. Und die Farben finde ich so richtig edel. Also die machen einfach ach, tolle Sachen. Gefallen mir wahnsinnig gut. Ich habe mir hier diese Farben hier gekauft. Ich halte die einfach mal so in die Kamera. Also wirklich so von grün, hellgrau, grau, beige, braun, Nude-Farben, alles dabei. Gefallen mir alle wahnsinnig gut. Ja, Frau Schäfer, sonst hätten wir es auch nicht gekauft. Ne? So, okay. Dann habe ich noch als Geschenk bekommen von Panda so eine kleine Handcreme. Von Inglot ein Fond de Teint. Noch eine Handcreme, so 3 Stück. Und wie gesagt, von Inglot hier eine Under Makeup Base.
eine Face Cream. Nochmal eine Fond de Teint. Brazilian Bum Bum Cream. Was ist das hier? Wenn man es lesen könnte, ja? Wäre auch gut. Coconut Water Cleansing Wipes. Ist auch süß. Von Sephora. So. Dann noch so eine Bum Bum Cream und halt so ein paar Feuchttücher. Also zumindest kriegt man was, ne? Es gibt ja sehr häufig, dass man irgendwo hingeht und kriegt gar nichts. So, ihr Süßen, das war erstmal so mein kleiner Einkauf in Griechenland. Natürlich nicht an einem Tag, ich war ja mehrere Wochen in Griechenland. Aber es sind alles Sachen, die ich toll fände und wo ich mich schon wahnsinnig freue. Und wie gesagt, einige Sachen habe ich schon ausprobiert. Bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Wenn ihr, wie gesagt, wisst, wie bei der Jennifer Lopez, wie das richtig funktioniert, damit ich genauso aussehe. Ich meine, was die Augenfarbe anbelangt. Der Rest wird wahrscheinlich nicht mehr so ganz hinhauen. Dann sagt mir bitte Bescheid, gebt mir in den Kommentaren Bescheid. Und wenn ihr ansonsten irgendwas spezifischer sehen wollt, wie zum Beispiel die verschiedenen Produkte auf den Lippen aufgetragen oder sonst irgendwas, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten freue ich mich sowieso immer, immer, immer sehr, sehr, sehr auf eure Kommentare. Ich finde euch großartig. Und das ist eigentlich immer das Schönste, wenn ich mir die Mühe mache, ein Video zu drehen, dass ich dann auf eure Kommentare gespannt bin. Und ansonsten bleibt gesund und werdet gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis bald. Ach ja, noch herzlichen Glückwunsch an alle Jungfrauen. In diesem Sinne, tschüss.